Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Wie sag ich's meinem Kind? Gibt es Geheimnisse, die ihr mit euch herumtragt, vielleicht schon lange schon, sehr lange schon, und eurem Kind oder euren Kindern noch nicht zu sagen gewagt habt? Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, beraten wollt vielleicht, diskutieren wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Unser Thema: Wie sag ich's meinem Kind? Erste Anruferin heute Nacht ist die Patricia. Und Patricia ist 23 Jahre alt. Hallo Patricia. Hallo. Hallo Patricia. Ja, um was geht es bei dir bezogen auf dieses Thema? Wie sag ich's meinem Kind? Ich bin seit 3,5 Jahren Prostituierte. Ja. Und habe eine Tochter mit von 2 Jahren. Ja. Und ich weiß halt nicht, wie ich meinem Kind später halt beibringen soll, dass ich eine Prostituierte bin. Du hast das Kind bekommen, während du schon als Prostituierte gearbeitet hast. Hast du einen festen Partner? Ich hatte einen. Du hattest einen? Ja. Und jetzt bist du jetzt alleinerziehend? Ja. Ja. Hm. Wie bist du? Er kommt zwar auch das Kind regelmäßig besuchen. Er kümmert sich schon drum. Ja. Ja. Mhm. Wusste er damals, als du mit ihm zusammen warst, dass du Prostituierte bist? Nein, zuerst nicht. Das habe ich ihm zuerst verheimlicht. Aber anschließend tat es mir halt selber weh, dass ich ihm das nicht gesagt habe. Ja. Und da habe ich es ihm halt gesagt und er hat es halt teilweise verstanden. Teilweise, das heißt, so ganz richtig hat er sich damit nie arrangieren können? Nee. Nie. Ist es deshalb auch kaputt gegangen? Ja, weil er halt ziemlich eifersüchtig war. Mhm. Versteht man auch, ne? Mhm. Mhm. Lass uns doch nochmal 3,5 Jahre zurückgehen. Du sagst, seit 3,5 Jahren arbeite ich als Prostituierte, bist jetzt 23. Mhm. Wie hat das angefangen? Warum bist du in dieses Milieu gekommen? Ja, das fing an mit einer, ich habe ein Mädel halt kennengelernt in der Diskothek und halt durch sie. Sie meinte so, ja, das ist ein super Job, weil ich bin dann halt auch arbeitslos geworden und habe auch nichts Neues bekommen. Hattest du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hattest du damals was gelernt, eine Ausbildung gemacht schon? Nein, ich bin geflogen aus der Ausbildung. Was hast du angefangen? Einzelhandelskauffrau. Ah ja, So, und dann gab es die Begegnung in der Diskothek und die hat gesagt, Mensch, da kann man leicht Geld verdienen. Und ja, und ist auch nicht so schwer und dann habe ich mir das halt mal angeguckt. Mhm. Ja, und dann bin ich teilweise nicht mehr von losgekommen. Teilweise? Heißt, dass du zwischendurch mal versucht hast, rauszugehen? Ja, ich habe es mehrfach versucht, aber halt einmal habe ich es geschafft für 2 Monate. Ja. Und dann habe ich es halt doch wieder gemacht. Natürlich während der Schwangerschaft warst du... Wie lange hast du als Schwangere noch als Prostituierte gearbeitet? Ich wusste es zuerst gar nicht. Ich habe es bis in dem 4. Monat. Da habe ich es erst erfahren, dass ich schwanger bin. Und wie lange hast du dann noch gearbeitet? Bis zum Ende 7., Anfang 8. Monat. So lange noch? So lange. Das heißt, man konnte es natürlich sehen, dass du schwanger bist. Ja. Und das hat die Freier nicht gestört? Oder, nein. Oder sogar im Gegenteil, dass da welche drauf stehen? Ja, ich habe teilweise halt in der Schwangerschaft, wo man halt das Extrem halt gesehen hat, da haben ein paar Freier halt noch mehr bezahlt als sonst. Ja. Was war das für ein Gefühl? Hast du währenddessen nicht doch irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt? Nach dem Motto, hier wächst mein Kind in mir, das ist schon ziemlich ausgewachsen und ausgebildet und ich gehe dem Beruf nach, spürt das Kind das vielleicht? Oder irgendwie, gab es da ein schlechtes Gewissen oder hast du es für dich so hingekriegt, dass du gesagt hast, ist mein Job? Nee, da habe ich in dem Augenblick halt, wenn ich halt Freier hatte, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Auch nicht Angst gehabt um das Kind, dass es irgendwie Schaden davon trägt, durch irgendwelche Bewegungen oder ich weiß nicht, ob da irgendwas passieren kann. Nee, ich hatte mich vorher halt bei meinem Gynäkologen darüber erkundigt und so. Er hat halt gesagt, da kann nichts passieren. Ja. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du zweimal schon versucht hast oder ein paar Mal versucht hast, rauszukommen. Warum wolltest du raus? Weil teilweise haben mich die Freier angeekelt. Mhm. Ich hatte halt Tiefpunkte und da habe ich gesagt, so, nee, ich kann nicht mehr. Ja. Ist das heute manchmal auch noch so? Ja, nicht mehr so oft.
wie es halt vorher war. Arbeitest du eigentlich in einem Club? Ja, das ist ein Club. Auf der Straße würde ich das nicht machen. Ja, wenn du bei sagst, dem Club fühle ich mich halt sicherer. Ja, wenn du sagst, die Freier haben mich manchmal angeekelt oder ekeln dich vielleicht manchmal Leute auch noch an. Was ist das, was dich da anekelt, an den Männern? Ja, ein Teil Bedürfnisse, was die dann haben oder ist Aussehen halt von den Männern. Kannst du mal so ein Beispiel für ein Bedürfnis nennen, wo du sagst, eigentlich könnte ich kotzen? Wenn es mir zum Beispiel, wenn einer ist da, der will es immer mit dem Tuch. Der hält mir dann ein Seidentuch um den Hals. Ach, also übers Gesicht oder um den Hals? Nee, um den Hals. Das heißt, du hast ein bisschen Todesangst, dass er dich erstickt? Ja. Du hast einen Freund gehabt, du bist dann schwanger geworden, hast ein Kind bekommen. Was meinst du, was dein Beruf oder dein Job, sagen wir es so, mit deiner eigenen Sexualität macht? Hast du privat überhaupt noch Lust auf Sexualität? Ja. Ja, das schon? Ja. Mhm. Hast du während deiner Arbeit auch mal ab und zu einen Orgasmus? Nein. Ist das tabu? Das ist, also, ich weiß nicht, ob es tabu ist. Also, wir haben halt ein paar Mädchen, die kriegen halt auch einen, aber ich könnte das nicht, ich kann das einfach nicht. Gehst du gerne zur Arbeit? Ich gehe lieber wieder nach Hause als zur Arbeit. Mhm. Wenn du schon mal, ich gehe mal davon aus, dass du auch schon mal Urlaub gemacht hast in den letzten Jahren. Mhm. Wenn die Urlaubszeit dann vorbei ist und ein paar Tage stehen vor der Tür, dann geht's wieder los. Was hast du denn für ein Gefühl? Ein ganz komisches. Mhm. Ein ganz merkwürdiges Gefühl im Bauch. Mhm. Weißt du, ob ich das so frage? Weil ich schon höre daraus, wie du das jetzt so erzählst, dass du eigentlich, wenn du die ganz freie Wahl hättest, würdest du diesen Job nicht machen. Nee, würde ich auch nicht, aber ich mache es halt zum größten Teil wegen dem Geld. Mhm. Wie viel verdienst du im Monat? Magst du es erzählen, so grob, über den Daumen? Ist ja immer ganz unterschiedlich. Das hat je nachdem mit den Anzahl der Freiern zu tun und was sie dann halt haben wollen. Ja, so eine Größenordnung, damit ich mir das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, so 2.000 bis 2.500. Ja, das ist dann netto. Ja. Ja, das ist eine ganze Menge Geld. Ja. Mhm. So, aber jetzt auf unser Thema zurückzukommen. Wie sage ich es meinem Kind? Du hast ein kleines Kind. Das heißt, du planst noch länger in diesem Job zu arbeiten. Ja, noch so 1-2 Jahre, kann aber auch nur was länger sein. Mhm. Also, ich finde ja, dass in Anbetracht dessen, dass du dich da eigentlich nicht so wohl fühlst in diesem Job. Und du Ekelgefühle hast, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und dass dein Kind ist, für das du Verantwortung trägst. Finde ich, dass du alles arrangieren solltest, so schnell wie möglich da rauszukommen. Natürlich wirst du woanders weniger Geld verdienen. Aber es gibt viele Frauen, die weniger Geld haben und auch alleinerziehend sind und das auch irgendwie schaffen. Außerdem bist du noch jung, bist 23. Was für einen Schulabschluss hast du? Hauptschulabschluss. So, da kann man vielleicht noch was machen in der Abendschule, dass du einen Realschulabschluss nachmachst. Oder vielleicht sogar Abitur, weiß ich nicht. Also der Weg ist kompliziert und steinig und weit. Also ich finde, das allererste ist erstmal so schnell so zu sehen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Und dann kannst du ja entscheiden, wenn das Kind älter ist. Noch ist es ja so klein und es versteht es nicht. Und ich hoffe, es wird immer noch so klein sein, wenn du rauskommst aus dem Job. Dass wenn sie älter wird, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber wenn man mit ihr reden kann und du ein gutes Verhältnis zu ihr hast, dass du es ihr schon irgendwann mal erzählen solltest. Finde ich schon. Nicht, dass sie das irgendwann irgendwo von irgendjemandem mal erfährt und dann ganz enttäuscht ist über ihre Mutter. Wichtig ist, dass du zu deiner Tochter ein gutes Verhältnis jetzt aufbaust. Ein enges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis. Und dann wird sie irgendwann, wenn du ihr vielleicht auch deine Umstände erklärst, wird sie auch Verständnis für dich haben und es dir auch verzeihen, sofern man davon verzeihen reden kann. Aber schlimm finde ich, wenn sie das irgendwie von hinten, von irgendwo rum erfährt. Ich will es ja halt auf jeden Fall selber erzählen. Ja, und auch ganz normal. Irgendwann wird sie alt genug sein, dann kannst du sagen, pass mal auf, Mädel. Ich muss dir mal was erzählen aus meiner Vergangenheit. Ich war damals in der und der Situation, ich habe das und das gemacht. Und ich möchte dir das meiner Tochter persönlich sagen. Ganz klar und direkt raus. Ja. Aber ich finde es wichtig, Patricia, dass du so schnell wie möglich rauskommst. Wenn du nicht mit wenigen Fahnen mir sagst, pass auf, Domian, das ist mein Job, ich kann das klar trennen, mit solchen Huren habe ich auch schon gesprochen und das respektiere ich auch,
Aber wenn da schon solche Bedenken sind, wie du sie gerade geäußert hast, musst du da raus. Musst du raus. Vor allen Dingen, je älter das Kind wird, desto komplizierter wird es ja auch für dich. Wenn das Kind irgendwann im Kindergarten ist oder in die Schule kommt und du immer noch als Prostituierte arbeitest und es dann irgendwie durchsickert, ist das alles hochkompliziert. Ne? Ja. Also Patricia, was wäre denn dein Wunsch? Wohin möchtest du, was möchtest du mal machen später? Ja, was möchte ich später machen? Ja, halt irgendwie meine Ausbildung haben. Ja. Festen Job haben. Ja. Ein Mann fürs Leben. Ja. Ja, das finde ich alles gute Sachen. Ich lache, weil ich das schön finde, dass du sagst. Aber eine Ausbildung haben heißt, man muss sich auf den Hintern setzen und man muss auch was machen. Jetzt hast du es ziemlich einfach gehabt. Das heißt, die nächsten Jahre werden komplizierter und schwieriger. Aber da musst du durch und ich bin sicher, dass du hinterher verdammt stolz auf dich bist. Verdammt stolz sogar. Außerdem hast du Verantwortung zu tragen, das ein Kind zu erziehen. Mhm. Liebe Patricia, in diesem Sinne, alles Gute und alles Liebe von Herzen. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, wie sag ich es meinem Kind? Gibt es in eurem Leben etwas, was ihr schon mal gemacht habt oder was ihr vielleicht macht, was euer Kind oder eure Kinder nicht wissen und ihr ganz unsicher seid, soll ich das sagen, wenn ich sage, wie soll ich es sagen? Wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Nina und Nina ist 28 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo Jürgen. Hallo. Wie sage ich es meinem Kind? Um was geht's? Genau, wie sage ich meinem Kind, dass es eigentlich nicht mein Kind ist? Oh, das ist schwierig. Erzähl mal den Hintergrund. Meine Schwester hatte vor 6 Jahren einen schweren Autounfall und ist verstorben. Mhm. Die Kleine, die war 1 Monat alt und ich habe sie zu mir genommen. Ja. Naja, jetzt merkt sie es. Hallo, ich sehe der Mama nicht ähnlich, ich sehe niemanden ähnlich, was ist hier los? Das merkt sie jetzt schon, sie ist jetzt 6 Jahre alt und da kommen jetzt schon Fragen. Ja. Mhm. Aber sie ist bisher in der Annahme groß geworden, dass du die Mama bist. Genau. Sie sagt auch Mama zu dir. Ja. Hast du einen Freund oder einen Mann? Nein. Nein. Wo war der Vater, als ihre Mama verstorben ist? Der ist abgehauen, als sie schwanger war von... Ach so. Na toll. Und ist auch gar nicht, weiß gar nicht, wo der ist. Nee, wir wissen nur, dass der irgendwo im Ausland ist. Ja. Also aber das wo? Ist keine, war kein Ansprechpartner damals und keine Hilfe. Nee. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, bisher so diese Rolle zu spielen als Mutter? Wieso hast du nicht schon vorher versucht, ein bisschen zu erklären, ich bin die Tante halt? Ich weiß nicht, ich persönlich kann keine Kinder bekommen. Mhm. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, als Chance angesehen. Ja. Endlich mal die Mutterrolle zu übernehmen. Aber die hättest du ja auch ohnehin, wenn das Kind Bescheid wüsste. Sie hat mich nie als Mutter akzeptiert. Ach, warum nicht? Ich weiß nicht, sie war vor ein paar Jahren schon wahnsinnig intelligent und ist es jetzt auch. Aber wie merkst du das, dass sie, ich meine, sie war 1 Monat alt, sagst du, ne? Also, sie war 1 Monat alt. Das heißt, sie war ein ganz kleiner Wurm. Sie kennt niemand anderen als dich und sie akzeptiert dich nicht als Mutter. Woran merkst du das? Wenn sie es, ich habe es schon mal angesprochen. Ich habe gesagt, Sandra, was würdest du machen, wenn ich nicht deine Mutti wäre? Das hast du schon gesagt. Ich würde zur Oma gehen. Oh. Wann hast du das gesagt? Wie lange liegt das zurück? Circa 4 Wochen. Also ist das Thema schon irgendwie in der Luft jetzt, ne? Ja. Also wenn man das schon sagt, was würdest du sagen, wenn? Also ein Erwachsener würde ja gleich den Braten riechen, so ein Kind vielleicht intuitiv auch irgendwie. Ja. Okay, sie sagt, ich gehe dann zur Oma, was natürlich eine schlimme Aussage ist. Wie war das denn so die letzten Jahre? Hast du auch da das Gefühl gehabt, dass sie zu dir nicht so einen richtigen Zugang findet? In den letzten Jahren eigentlich nicht. Sie merkt seit jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren, dass wir eigentlich nicht viel gemeinsam haben, dass wir uns nicht viel ähnlich sehen, durch das, dass sie auch hautfarblich dunkler ist. Mhm. Also der Vater ist ein kommt aus einem anderen Land. Ja. Ja. Ist sie sehr viel dunkler als du?
Sie ist sehr viel dunkler als ich. Ach so, ach so. Da liegt es ja auch sehr, sehr auf der Hand. Aber trotzdem. Sie ist eine kleine Schokomaus. Ja. Meine Frage bezog sich so auf die Zeit, gehen wir mal so 2 Jahre zurück, als sie so, oder 3 Jahre, als sie 3 Jahre alt war, 4 Jahre. War es da innig zwischen euch beiden? Es war sehr innig zwischen uns beiden, bis sie dann anfing, in den Kindergarten zu gehen. Mhm. Und, naja, wie soll ich sagen, die Mädchen und die Jungs, die mit ihr in einer Gruppe waren, haben sie halt dann auch schon gehänselt. Weil sie nicht so aussieht wie die anderen Kinder. Genau, und weil sie auch nicht so aussieht wie die Mami. Ah, jetzt verstehe ich das. Und dadurch ist sie mit in ihrem kleinen, zarten Alter von 6 Jahren jetzt schon skeptisch. Genau. Und da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht wittert das kleine Kind wirklich irgendwas mit mir und der Nina, da stimmt was nicht. Genau. Mhm. Ja, dann finde ich, dass hier ganz schnell, dass da ganz schnell was passieren muss. Aber wie soll ich es ihr sagen oder was soll ich machen? Mhm. Deshalb rufe ich an. Mhm. Mhm. Ich. Du hast Angst, sie zu verlieren? Ja. Du hast Angst, sie zu überfordern? Wer weiß, was mit ihr passiert, wenn man ihr das so knallhart ins Gesicht sagt. Sie ist erst 6 Jahre alt. Ich finde unbedingt, Nina, dass du dir da Hilfe holen solltest bei einem Kinderpsychologen in einer Beratungsstelle. Unbedingt, dass du erstmal mit einem Fachmann redest darüber. Und dann vielleicht ihr zusammen zu einer Beratungsstelle geht und das dann gemeinsam besprochen wird. Und was ist, wenn ich sie verliere? Wenn sie die Wahrheit erfährt, wenn ich sie verliere? Ach, du liebst sie doch. Ich liebe sie über alles. Über alles, und das wird sie auch merken. Ich liebe sie mehr als mein Leben. So. Dann glaube ich auch nicht, dass du sie verlieren wirst. Vielleicht gibt es im ersten Moment eine Irritation. Vielleicht gibt es sogar eine spontane Reaktion, dass sie sagt, ich will zur Oma eine Weile. Aber ich glaube, dass die Liebe letztendlich siegt. Wenn du zu ihr stehst, wenn du ihr das wirklich erklärst, mit 6 Jahren kann man das ja schon auch schon verstehen, dass die Mama gestorben ist und sie dann vielleicht auch registriert, was du für sie getan hast, bin ich sicher, dass das ein gutes Ende nimmt. Aber es nimmt kein gutes Ende, wenn dieses Thema liegt jetzt in der Luft und wenn sie das Gefühl hat und wenn sie ein intelligentes Mädel ist, dann ist das da begründet. Wenn sie das Gefühl hat, ich werde irgendwie belogen oder irgendwas stimmt da nicht, dann ist es schlecht. Das treibt euch auseinander. Mach es zusammen mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau. Damit das Kind gleich weiß und sich auch vielleicht verteidigen kann, wenn die Kinder sie irgendwie blöd anquatschen. Ich sage es nicht einfach so daher. Ich glaube, ich bin optimistisch, dass du sie auf Dauer nicht verlieren wirst, wenn es vielleicht auch jetzt erstmal eine schwierige Zeit werden wird. Du bist ganz, ganz unsicher. Ja. Ja. Aber es geht nicht so weiter, das weißt du auch. Ja. Mhm. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin das weiter berätst jetzt. Das ist der erste Schritt und die kann dir dann auch noch weitere Anlaufadressen vielleicht geben, wo du erstmal hingehen kannst und dich beraten lassen solltest. Okay. Ja, das kann man ja auf jeden Fall mal machen. Liebe Nina, du legst bitte auf und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an und dann könnt ihr beide in Ruhe sprechen. Alles klar. Alles Liebe und toi toi toi. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, wie sage ich es meinem Kind? Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr eurem Kind noch nicht gesagt habt, ihr es vielleicht gerne sagen würdet, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen habt, also und mit mir gerne erstmal drüber sprechen wollt, wie ihr es sagen solltet. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Daniela ist hier und Daniela ist 23 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo. Was ist es, was du deinem Kind bisher noch nicht gesagt hast? Ich habe das Problem, oder wie man das sieht, also mein Kind ist aus einer Vergewaltigung entstanden. Mhm. Und, ich bekomme gerade mega wieder aufgeregt, aber ich... Wie alt ist das Kind? Meine Tochter ist 3,5 Jahre alt. 3,5 Jahre, Ja. Und, wie gesagt, aus einer Vergewaltigung. Aber ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen kann. Wenn ja, wie ich ihr es sagen kann. Mhm. Ich habe einfach jetzt Angst, obwohl sie so klein ist. Sie ist so unschuldig und ich habe einfach Angst, wie sie. Ich bin mega unschlüssig, was ich machen soll, wie ich ihr es sagen soll, ob und
ob ich ihr irgendwie damit alles zerstöre, das, was ich versuche, irgendwie ihr zu geben. Mhm. Weil ich möchte ihr schon ein sehr, sehr schönes Leben geben. Und ich kann da nichts für. Ich frage jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit. Und wenn das zu schlimm für dich ist, dann sag einfach Stopp und dann reden wir nicht weiter. Okay. Es ist vor 3,5 Jahren passiert. Vor 4 Jahren passiert. Vor 4,5 Jahren. Vor 4,5 Jahren passiert. Ja. Magst du uns grob oder kurz erzählen, was genau passiert ist und wie es passiert ist? Ja, wir haben, ich weiß noch, das war glaube ich mein dritter Disco-Besuch. Ich durfte immer nie weg. Meine Eltern waren sehr streng und ich durfte nie mit Jungs auf Discos gehen. Und ich weiß noch, da habe ich das erste Mal gelogen und habe gesagt, ich gehe zu einer Freundin, der lernt für die Schule. Und ja, meine Eltern haben es mir geglaubt. Und wir waren dann, also mehrere Mädchen, alle auf dem Haufen, so das halt ist. Ja. Und ja, dann sind sie auf die Idee gekommen, dass wir in die Disco fahren. Der erste Disco-Besuch deines Lebens? Nein, das war der zweite oder dritte. Na gut, ja, aber ganz Anfang, Anfängerin ja. In Sachen Disco, ja. Ja, also was das angeht schon. Und naja, wir haben uns ja noch alle umgezogen und schick gemacht und wie man das halt macht, die Frauen. Ja. Und sind auch hingefahren. Und also da haben sie auch Alkohol getrunken. Ich weiß es nicht, ich war also schon leicht angetrunken. Ja. Und ja, und dann stand er vor mir, der Mann meiner Träume, habe ich gedacht. Achso, ein Typ in der Disco, den du sogar toll fandest. Ja, den fand ich sehr toll. So, der kam auch auf mich zu und also später dann, ich habe ihn nicht zuerst gesehen, aber er sagte im Nachhinein, er hätte mich von Anfang an schon beobachtet und ich bin ihm irgendwie gleich ins Auge gefallen, weil ich so hübsch sei und naja und ich habe natürlich alles geglaubt, das hörte sich so toll an. Ja. Naja, wir haben dann auch uns also unterhalten angefangen. Ja. Auch, also wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, also sehr, sehr viel auch Alkohol getrunken. Ja. Und das hat alles noch in der Diskothek stattgefunden. Die Unterhaltung, das Trinken. Ja. Dieser Mann war dann der Vergewaltiger, letztendlich. Der war dann, ja, der Vergewaltiger. Ist das in der Nacht noch passiert? Ja. Ist es draußen passiert? Also wir sind rausgegangen, weil das auch sehr stickig drin war im Laden. Das weiß ich auch noch, ja. Und na, ich habe mir auch nichts bei gedacht. Ja. Ihr beide seid alleine so rausgegangen? Ja. Was ja. Man auch mal so tut, aus der Disco rausgehen? Genau, an die Luft. Und dann hat er gesagt, möchtest du dich hinsetzen? Dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und dann sind wir zu seinem Auto gegangen. Und Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, oh, was für ein netter Kerl, den fand ich dann natürlich auch noch toll. Und seid ihr in sein Auto eingestiegen? Ja, wir sind ins Auto eingestiegen. Er ist und? Auf die Fahrerseite und ich bin also Beifahrerseite eingestiegen. Und ja, wir haben uns unterhalten, dann haben wir auch uns angefangen zu küssen. Aber dann habe ich also schon gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwie, dass das mir leid tut. Und Da wollte er sich nicht zurückweisen lassen. Genau. Und hat dich mit Gewalt zum Sex gezwungen. Ja, und? In dem Auto. Im Auto, ja. Er hat mich auch geschlagen. Und er hat mir auch gedroht, ich soll nicht schreien. Und einfach leise sein und mitmachen, dann würde mir auch nichts passieren. Und er hat auch gesagt, egal wie nett und freundlich ich aussehe, ich kann auch ganz anders sein. Und natürlich hat mir das auch Angst gemacht, sehr große sogar. Klar. Bist du danach dann nochmal zu deinen Freundinnen in die Disco gegangen? Nein. Dann nach Hause direkt? Ich bin nach Hause gegangen, ja. Hast du das jemandem erzählt hinterher? Nein. Niemandem? Das weiß noch gar keiner. Das weiß gar keiner. Überhaupt noch gar nicht, nein. Ich hatte mal Angst, darüber zu reden, weil ich meine Eltern in dieser Nacht belogen hatte, dass ich in die Disco gefahren bin und ich bei meiner Freundin geblieben bin zum Lernen.
Was hast du denn dann deinem Umfeld, deinen Eltern, deinen Freunden erzählt, dass du schwanger geworden bist? Was hast du für eine Geschichte erfunden? Da habe ich eigentlich nur erzählt, dass ich einen Freund habe auf der Schule und er ist auch sehr nett. Und Und das haben die dann auch so geglaubt? Ja, und danach jetzt trägst du das so lange alleine mit dir herum und hast mit noch keinem Menschen darüber gesprochen. Ja, ich hatte einfach Angst, ich weiß nicht. Gab es denn damals, als du dann gemerkt hast, ich meine, das ist ja schon schlimm genug, was dir da passiert ist. Ja. Und als du dann gemerkt hast, dass du schwanger bist, also dass du auch noch schwanger bist, gab es da nicht die Überlegung, ich lasse es abtreiben? Also erstmal, klar, ich wollte doch nichts mehr haben von einem Menschen, der mir so weh getan hat. Mhm. Aber erstmal, ich war zu spät schon, ich war im 4. Monat, ich hatte regelmäßig sogar meine Periode. Ja. Ich habe es nur daran gemerkt, dass ich irgendwann, also so, weil ich eine sehr schlanke Person bin, ja, dass ich so ein kleines Bäuchlein hatte, sag ich mal. Vielleicht hat das Bewusstsein das auch verdrängt, weil du es nicht wahrhaben wolltest, dass das passiert ist und du es erst deshalb zu spät gemerkt hast. Das kann ja auch sein. Ja, also ich, wie gesagt. Hast du dich dann bewusst entschieden, hast gesagt, okay, das Kind, das Lebewesen kann nichts dafür, ich behalte es. Das habe ich später auf jeden Fall gedacht. Ich habe immer gedacht, oder ich habe mich vielleicht, also mit dem Thema musste ich mich ja irgendwie anfreunden. Mhm. Ich hatte auch schon den Gedanken, dass wenn ich das Kind austragt, adoptionsfrei gebe. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, dann bin ich genauso unmenschlich wie der. Hast du während der Schwangerschaft irgendwie manchmal vor dir selbst Ekel gehabt, nach dem Motto, was wächst da in mir? Sehr oft. Das ja. Sehr, sehr oft. Ich wurde immer dicker und man konnte es ja immer sehen, klar. Ja. Als das Kind dann geboren war, konntest du das Kind wirklich so in den Arm nehmen, streicheln? Konntest du es gleich? Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe das Kind eigentlich schon gehasst, wenn ich gemerkt habe, wie es sich in mir bewegt. Mhm. Später dann, wie es strampelt. Als es dann auf der Welt war, hat sich das gelegt oder hast du immer noch eine Distanz empfunden zu dem Kind? Nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Mein größtes Glück, wenn ich sie ansehe, auf jeden Fall nicht. Als ich sie geboren habe, ich habe sie in die Arme geschlossen. Und das heißt so, die Aversion gegen das Kind war nur in der Schwangerschaft da. Ja. Nachdem das Kind auf der Welt war, hast du es angenommen und akzeptiert. Ja. Und du sagst, heute ist das Kind mein ganz großes Glück. Ja, sehr, sogar. Wenn ich sie spielen sehe, wenn ich sie lachen sehe, sehe, wie sie sich freut, in meine Arme läuft, alles, ne? Du hast sie wirklich lieb, du kannst sie anfassen, streicheln, bist zärtlich zu ihr, alles funktioniert. Ja, sehr. Ich würde mein Leben für sie hinlegen, auf jeden Fall. Weißt du, Daniela, das ist wirklich eine der wohl schwierigsten Fragen überhaupt, wie man sich da in deinem Fall klug verhält, wenn das Kind älter wird. Ich sag dir mal so meine private Meinung, die ist aber wirklich nur meine Meinung. Das Erste ist, finde ich toll, dass du den Weg gefunden hast, hier anzurufen und darüber zu sprechen. Darüber muss man sprechen. Ich zitter immer noch am ganzen Tag. Das glaube ich. So, und ich finde, bevor ich das sage, gleich zu dem Kind, was ich meine, dass du unbedingt für dich alleine in eine Psychotherapie gehen solltest. Darüber sprechen wir aber gleich noch und du auch mit meiner Psychologin. Aber jetzt erstmal zu deinem Kind. Wenn du das Kind wirklich annimmst und wenn das Kind es sehr, sehr gut hat bei dir und es sich wirklich rigoros geliebt fühlt, würde ich dazu neigen, wie gesagt, das ist meine private Meinung, würde ich dazu neigen, es dem Kind nie zu sagen, um dem Kind nicht das Leben kaputt zu machen. So habe ich mir das auch gedacht. Ich würde anders denken, wenn du ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu deinem Kind hättest. Und das Kind dich irgendwann fragt, Mama, warum hast du mich nie gestreichelt? Mama, warum warst du distanziert? Ja. Und so weiter. Dann würde ich sagen, das muss man dann dem Kind sagen. Aber wenn das Kind ein gutes Leben hat und eine glückliche Kindheit, dann muss man auch über solche Dinge schweigen können. Was bringt es?
Ja, ich weiß, man sagt immer, man hat Recht auf seine Wurzeln. Das stimmt ja sicher in 99% auch. Aber wie immer gibt es auch eine Ausnahme. In diesem Fall würde ich es als Ausnahme sehen und ich fände es nicht verwerflich, wenn du es ihr nie sagen würdest. Und wenn es ein glückliches Kind ist und ein glücklicher Mensch, dann soll sie glücklich bleiben. Wenn sie aber erfährt, dass sie durch so einen schlimmen Umstand in die Welt gesetzt worden ist, dann braucht sie erstmal viele Jahre Psychotherapie oder so. Ja. Aber da gibt es sicher Menschen, die ganz andere Auffassung sind. Aber das ist so meine Meinung. Auf jeden Fall möchte ich sie nicht aus ihrer Welt rausreißen. Ja. Das könnte ich auch nicht. Ja. Ich finde das so toll. Ich finde das so unglaublich toll, dass du dieses Kind so annimmst. Das ist ja, finde ich, super. Da gratuliere ich dir wirklich von Herzen, nach dem, was du da durchgemacht hast. Und dann genießt einfach euer Glück, du das Glück mit deinem Kind. Aber ich finde, dass du trotzdem für dich Hilfe suchen sollst, um das alles aufzuarbeiten, was da hinter dir liegt. Du hast so viel runtergeschluckt und so viel in dich hinein, hat sich so viel in dich hineingefressen. Und vielleicht kommt im Zuge dieser Therapie ja vielleicht auch noch andere Aspekte zum Tragen. Na, ich weiß nicht. Musst du entscheiden, das ist für dich natürlich ganz klar. Ja. Darf ich dir denn vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Eigentlich nicht so Eigentlich gerne. Nicht. Eigentlich nicht so gerne, also sei mir nicht böse, aber... Nein, das musst du entscheiden. Ich bin ja um Gottes Willen nicht böse. Tut das schon gut, einfach jetzt gerade so zu reden. Ich habe immer so auf Fernsehen geguckt und ja. Ich habe irgendwie deine Sendung heute total vergessen und ich, ganz komisch, ich habe umgeschaltet und... Also mir ist so schlecht geworden auf einmal, als ich das Thema sah. Also, was das Thema anbelangt, habe ich dir meine Meinung gesagt. Das ist wirklich meine wirklich ehrliche, tief überzeugte Meinung. Und das wollte ich nur wissen, ob ich nicht alleine dastehe. Weil ich habe mir auch von Anfang an gedacht, weil ich hier wirklich alles Mögliche, was in meiner Macht steht, ihr zu geben, an für eine Kindheit und die in irgendwelchen Dingen fördere und... Mhm. Wie gesagt, und da hatte ich die Zweifel, ob ich es nicht sagen soll, aber ich bin froh, dass ich, ich sag mal, du deine Meinung hören konnte. Und also ich habe mir auch überlegt, dir niemals was zu sagen darüber. Dann mach mal so weiter und genieße das Leben mit deiner Tochter, die du so lieb hast und die dich so lieb hat, Daniela. Danke. Alles Gute von ganzem Herzen. Dankeschön, Dankeschön. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle sage ich euch mal etwas zu unserem heutigen Samstag. Nicht heutigen, dieswöchigem Samstag. Diese Woche Samstag ist mein Promi-Gast Michael Holm, der Schlagersänger und Musikproduzent Michael Holm, der Mendocino-Sänger Michael Holm, der Gildo Horn-Entdecker Michael Holm und der welterfolgreiche Musiker Michael Holm, der in Amerika mit einem elektronischen Musikprojekt wahnsinnige Erfolge feiert. So, der ist mein Gast um 23.30 Uhr diese Woche Samstag im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne auch mit Michael Holm sprechen wollt, dann meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Weiter geht's mit unserem Thema, wie sag ich's meinem Kind? Und hier ist Tina. Und Tina ist 41 Jahre alt. Hallo Tina. Hallo. Hallo Tina. Ja, das Thema heißt, wie sag ich es meinem Kind? Ja, wie sag ich's meinem Kind, dass mein Kind das Kind meines Vaters ist? Wie alt ist dein Kind, Tina? 16. 16 Jahre. Ein Junge oder Mädchen? Mädchen. Mädchen. Wer ist da im Hintergrund? Das ist meine Tochter. Eine kleinere Tochter noch? Nein, eine größere. Diese, über die wir sprechen? Nein. Nein. Wie alt ist die größere Tochter? 21. Ja, also die weiß Bescheid? Ja. Ja. Wer weiß denn sonst noch Bescheid? Nur mein Sohn noch, also es bleibt nur innerhalb der Familie und meine Mutter weiß es natürlich, da wird stillschweigend drüber beharrt. Ja, also du hast drei Kinder? Ja, ich habe drei Kinder. Der Sohn ist wie alt? 23. 23, die eine Tochter, die wir gerade gehört haben im Hintergrund, husten, ja. 21. Ja. Und das andere Mädel 16 Jahre 16. alt. Ne? Und dieses Mädchen ist das Kind von deinem Vater. Ja. Und du bist die Mutter. Und ich bin die Mutter. Was ist da passiert vor 16 Jahren? Tja, angefangen hat es im Alter von 8 Jahren mit Missbrauch. Und es ging dann immer weiter, bis es dann
so weit gekommen ist. Aber du bist jetzt 41. Wenn ich es 16 Jahre zurückdrehe, warst du ja schon eine erwachsene Frau. Ja. Das heißt, als Kind hat dein Vater dich sexuell missbraucht. Ja. Und das ging dann aber auch noch viel weiter, als du älter warst. Ja, das war die ehemalige DDR noch. Und da weiß ich, dass mein Vater bei der Stasi war und das dann alles so unter den Teppich gekehrt worden ist. Was in der Kindheit passiert war. Was ist in der Kindheit passiert war, was in der Jugend passiert ist. Mhm. Als er dich vergewaltigt hat, ich gehe davon aus, dass das eine Vergewaltigung war. Ja, ja. Warst du 25? Ja. Hatte er vorher, gab es vorher, im also die Jahre davor, auch noch sexuellen Kontakt zu deinem Vater? Ja. Also aus, quasi aus der Kindheit heraus? Aus dem 8. Lebensjahr heraus. Regelmäßig bis zu deinem? Regelmäßig bis zur Geburt meines Kindes. Und danach auch noch. Und da waren aber auch schon die anderen Kinder ja schon da. Da waren die anderen Kinder schon da, ja. Hast die du auch? Die sind aber nicht von nein, Vater, da wurde Untersuchungen gemacht. Ja. Bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig, ich lebe alleine. Und die Väter von den anderen Kindern, sind das identische Männer? Also ja. Die gleichen Männer? Ja. Mhm. Kümmern die sich um die Kinder? Nein. Nein, das heißt, du stehst mit den drei Kindern alleine da. Richtig. Ich wohne auch nicht mehr in den Ort, wo ich gewohnt habe. Ich bin hier nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe alles hinter mir gelassen. Mhm. Dein Vater hat dich vergewaltigt, als du 25 Jahre alt warst und daraus ist ein Kind entstanden. Gab es danach noch weitere sexuelle Kontakte mit dem Vater? Ja, er hat immer weitergemacht. Bis zu welchem Alter bei dir? Bis zum 28. Lebt dein Vater noch? Ja, ja, ich habe ihn 1999 angezeigt. Mhm. Er hat dann eine Strafe von 7 Jahren bekommen. Mhm. Mhm. Und da war für mich erstmal Genugtuung gewesen, dass das trotz des schwierigen Verfahrens mit der ehemaligen DDR und dem bundesdeutschen Recht doch so viel geworden ist. Ja. Woher hast du die Kraft dann genommen, das in dem Alter, wo du schon 28 warst, zu machen, ihn anzuzeigen? Ich bin weggezogen. Da hat sich jemand um mich gekümmert und mit dem bin ich weggezogen. Ja. Und dadurch bin ich da rausgekommen. Ich hatte dann noch mal ein Jahr, anderthalb Jahre Zeit gehabt zu überlegen, habe dann aber gesagt, ich mache die Anzeige. Ja. Hast du parallel zu der Anzeige auch eine psychologische Betreuung bekommen? Ich habe eine psychologische Betreuung bekommen. Ich habe auch eine Diagnose bekommen, multiple Persönlichkeit. Mhm. Also, und das sind natürlich alles Folgen von dem schlimmen Leid, was man dir all die Jahre angetan hat, was dieser Mann dir angetan hat. Du hast vorhin gesagt, Entschuldigung, du hast vorhin gesagt, dass deine Mutter das wusste? Ja. Die hat das sie hat es gewusst, sie hat in ihrer Aussage gesagt, sie wusste es, als ich 12 war, aber wenn ich sage, es ist im 8. Lebensjahr passiert, dann glaubt sie mir. Ist deine Mutter auch verurteilt worden? Nein. Warum nicht? Wenn sie das wusste, dann hätte sie doch einschreiten müssen. Ja, den Schritt habe ich mich noch nicht getraut zu machen. Ach so, du könntest deine Mutter auch noch anzeigen. Ja, ja, ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Wir haben überhaupt keinen Kontakt. Keinen Kontakt mehr. Mhm. Und der Vater ist, wenn ich es recht rechne, noch im Knast, ne? Ja, ja. Mhm. Hat der die Schuld eingestanden? Er hat alles zugegeben. Mhm. So, jetzt ist das Mädchen 16 Jahre alt. Ist das Mädchen gesund? Erstmal eine wichtige Frage. Ja. Hast du dieses Mädchen akzeptieren können, annehmen können als dein Kind? Also bis im Alter vom 3. Lebensjahr überhaupt nicht. Mhm. Da habe ich sie auch mehr meinen Kindern überlassen. Mhm. Den anderen Geschwistern? Mhm. Den anderen Geschwistern, ja. Mhm. Habe ich auch einen großen Fehler gemacht. Und heute kann ich sie akzeptieren, weil ich Gebärmutterkrebs hatte. Ja. Und da wurde die Gebärmutter rausgenommen. Mhm. Und da hat mir die Frauenärztin ein Beispiel gesagt, woran ich sehen konnte, dass ich das Kind
alleine produziert habe. Habe ich das nicht so ganz verstanden? Sie sagte zu mir, das sind 2 Milligramm an Sperma, die das Kind zum Zeugen bringen, und das andere der Mutterleib selber. Ich verstehe. Ach so, und das hat dir so das war so der Impuls zu sagen, das ist mein Kind. Das habe ich, weil ich gerade nachgedacht habe, wie du das gemeint hast, nicht mehr in Erinnerung. Wie alt war das Kind, als die Frauenärztin dir das gesagt hat? 3 Jahre. 3 Jahre. Seitdem. Ja. Seitdem konnte ich es ja auch im Arm nehmen. Hast du denn, würdest du sagen, dass es heute gleich ist, dass du so innig mit ihr umgehen kannst wie mit deinen anderen beiden Kindern? Oder ist so eine Restdistanz doch geblieben? Es ist noch eine Distanz geblieben. Die sie auch merkt, ne? Ja, ja. Hat sie mal gefragt oder ist irgendwie... Sie hat mich gefragt gehabt, wo denn ihr Papa ist. Weil wir viel über den Vater der anderen beiden gesprochen haben. Ja. In der Familie. Die wollten wissen, wer ihr Vater ist. Und da konnte ich ganz einfach sagen, der und der ist der Vater, und das ist dann schon so in Ordnung gewesen. Ja. Nur bei ihr kann ich es nicht, und ich weiß auch nicht, wie ich es anstellen soll, aber wo die Fragen kommen. Du musst doch irgendwelche Antworten schon gegeben haben. Die ist 16 Jahre alt, ist fast bald eine erwachsene junge Frau. Was hast du gesagt? Ich habe zu ihr gesagt gehabt, wenn ich der Meinung bin, dass sie alt genug ist, werde ich es ihr sagen, wer ihr Vater ist. Ach so, das heißt, du hast da schon so eine Fährte gelegt. Du hast irgendwas angedeutet, worüber sie sich wahrscheinlich jetzt schon lange Gedanken macht, was um Gottes Willen ist da los? Ja, ne, ja. Wenn es irgendwas Harmloses wäre, hättest du ja schon längst sagen können, ja, ach, der Kerl, mit dem habe ich damals einmal geschlafen, und ist er weg. Ja. So hast du es ja nicht gesagt, ne? Nee. Haben die anderen Geschwister, die wissen ja Bescheid, du hast es mir gerade gesagt, haben die ihr Geschwister, Kind, Geschwisterchen, sagen wir mal so, gut aufgenommen? Oder ist da auch irgendwie... Nein, die haben ein gutes Verhältnis miteinander. Die haben ein gutes Verhältnis. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du auch schon in psychologischer Betreuung warst. Ja. Wurde darüber auch diskutiert, wie du diesen Fall lösen sollst? Nein, da konnte man mir nichts sagen. Gar nichts. Wie ich das zu meistern habe oder zu machen habe. Was sagt dir denn? Ich meine, meistens ist es ja immer ganz gut, wenn man so auf sein ganz tiefes Grundgefühl hört. Ich glaube, das ist immer das Allerbeste. Was sagt das in dir? Das ist zweierlei. Auf der einen Seite möchte ich es eher am liebsten verheimlichen und gar nichts sagen. Mhm. Das ist aber dann ungerecht, weil es passieren könnte, dass es unter den Geschwistern rauskommt. Mhm. Und dann heißt es, Mama, warum hast du mir das nicht gesagt? Mhm. Und deswegen bin ich auf den Plan gekommen, ihr das doch mal selber zu sagen, wenn sie wieder danach fragen sollte. Ja. Und vor allen Dingen, weil du ja auch so eine Spekulation gelegt hast, ne? Ja. Du hast ja, wie gesagt, ich sag's dir, wenn du älter bist. Ja. Ich würde, Tina, in diesem Fall, das ist jetzt ein anderer Fall als gerade bei Daniela, in diesem Fall würde ich dir auch zustimmen. Ja. Obgleich das auch sehr schlimm ist und sehr schwer ist. Und ich da auch das Gefühl habe, dass es ganz gut wäre, wenn da irgendein Fachmann bei wäre. Ja. Ein Psychologe oder ein Psychiater. Ja, das denke ich mir auch. Ich glaube auch, ich sage das auch jetzt so als meine Meinung, dass das, glaube ich, gut wäre, wenn du es ihr dann sagst. Irgendwie denkt sie drüber nach, du hast recht, vielleicht kommt es in einem Streit mal raus zwischen den Geschwistern. Ja. Und sie ist jetzt in einem Alter, wo man das sagen kann, mit 16, 17 Jahren. Aber man muss ihr dabei auch helfen, weil das kann natürlich ein heftiger Schlag sein. Was hast du ihr eigentlich gesagt, warum der Opa im Gefängnis ist? Da besteht ja kein Kontakt zu. Der Kontakt ist ja abgebrochen, wie wir hier nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Ach so, das weiß sie alles gar nicht. Nein, das weiß sie alles gar nicht. Da war sie ja noch zu klein. Also, so wie ich es gerade gesagt habe, Tina, ist meine Meinung. Ich frage dich jetzt, aber ich würde dir gerne anbieten, jetzt auch nochmal mit meiner Psychologin zu sprechen. Möchtest du das? Ja. Ja. Dann berätst du doch bitte mit meiner Psychologin, mit der Anja, wie man das
so organisiert. Also mir wäre wohler, wenn da ein Psychologe, ein Psychiater bei wäre. Ja. Dass ihr das so einfädelt, dass sie auch aufgefangen wird. Oder dass du vorher alleine mit dem Psychologen vielleicht sprichst und das berätst, wie du es ihr sagst. Dass es nicht so von heute auf morgen so zack, zack ins Gesicht sagst. Aber das, was du sagst, finde ich letztendlich auch richtig. Ja, der Meinung bin ich ja auch. Mhm. Sie hat jetzt irgendwie so eine Vorstellung, ein Engländer könnte ihr Vater sein, weil sie dieses rote Haar hat. Mhm. Ja. Da macht sie sich schon Gedanken drüber. Mhm. Du legst bitte auf, Tina, und wir, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann wird alles Weitere besprochen, okay? Ja, gut. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt zu unserem heutigen Thema, wie sage ich es meinem Kind? Gibt es etwas, was ihr mit euch herumtragt, etwas vielleicht Schwerwiegendes, wie wir es gerade gehört haben, etwas sehr Trauriges, was ihr eurem Kind noch nicht gesagt habt, was ihr ihm gerne sagen möchtet oder vielleicht auch nicht, ihr unsicher seid und wir darüber sprechen sollten? Dann ruft mich an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Larissa ist hier. Larissa ist 35 Jahre alt. Hallo Larissa. Hallo, grüß dich. Hallo Larissa. Ja. Ich bin etwas irritiert von der Stimme. Du hast eine tiefe Stimme. Mhm. Und zwar, ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin ein Mann, der eine Frau wird. Ah, verstehe. Yes. Also ein Mensch mit einer transsexuellen Identität. Genau. Ja. Und bei mir ist es der Fall, und zwar meine Tochter, ich habe eine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie ich es meiner Tochter erklären soll, weil meine Tochter sieht mich natürlich immer noch als Papa, ne? Ja. Und ist natürlich ganz schwer, Bist du mit deiner Frau noch zusammen? Nein, wir sind schon seit Jahren getrennt. Seit Jahren getrennt, ja. Das Kind ist, das 10 Jahre alt. Hm? Das Kind ist 10 Jahre alt. Genau. 10 Jahre alt. Mhm. Wie sehr und wie intensiv lebst du denn deine transsexuelle Identität schon aus? Bist du in der Regel als Frau unterwegs und auch als Frau angezogen? Ja, genau. Ich bin also 100% fraulich angekleidet. Fühle mich, ich bin komplett eine Frau. Ja. Wie auf der Arbeit, also überhaupt. Komplett. Also wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich denken, ist eine Frau. Punkt. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mich würde vielleicht die Stimme ein bisschen irritieren, aber gut, es gibt ja Frauen mit tiefen Stimmen. Ja, okay, die Stimme, die ändert sich irgendwann, weil ich habe am 20., also ich am Montag, bekomme ich das erste Mal meine Hormone. Ach so. Und danach wird das dann halt alles ein bisschen... Ist das so, dass die Stimme sich durch die Hormone auch verändert? Ich dachte immer, dass alles sich verändern kann, aber die Stimme eigentlich nicht. Also so wie ich mir sagen lassen gehabt habe, ist es wirklich so, dass sich die Stimme verändert. Mhm. Ja, vielleicht zumindest etwas. Ist das Fernziel eine Operation? Ja. Also die Operation hin zur Frau. Genau. Mhm. Weiß deine ehemalige Partnerin, also die Mutter deiner Tochter, weiß die Bescheid? Die weiß auf jeden Fall Bescheid und ich bin auch mit ihr in Kontakt darüber, wir telefonieren miteinander. Mhm. Und wir wissen momentan nicht, wie muss der Kleine sagen. Also wie regelst du denn das jetzt immer? Wenn sie dich besuchen kommt, dann ziehst du dich wieder als Mann an. Musst du. Ich will mal so sagen, es war die gewisse, sie war bei mir gewesen und ich war als Mann gewesen, ich war bei ihr gewesen, war dann auch als Mann gewesen. Aber dann irgendwie habe ich gesagt, so kann es ja nicht weitergehen. Ich meine, irgendwie muss sie dann irgendwann wissen. Ja. Ich meine, klar, es wird irgendwie schwer für die Kleine werden, wenn sie das erfährt. Ich weiß ja nicht, wie sie reagiert. Aber so, das war meine Frage. Bisher bist du bei ihr immer als Mann in Erscheinung getreten? Ja. Immer. Ja. Mhm. Ja. Meine, sie hat sich schon gewundert. Ich als Papa mit langen Haaren, dann die Haare waren gefärbt. Und die Fingernägel waren weggelegen. Der hat sich schon Gedanken gemacht und hat dann auch zu meiner Frau gesagt, du, der Papa hat mir besser gefallen, wo er kürzere Haare hatte und so, ne? Ah, ja. Ja, ist schon schwer. Also mit den Fingernägeln, du hast die Fingernägel lackiert irgendwie, oder? Nee, damals habe ich sie nicht lackiert gehabt. Ne? Aber so irgendwie so fraulich gemacht und ein bisschen gefeilt und so. Das ist hier schon aufgefallen, hat sie gesagt. Das ist aufgefallen, klar. Mhm. Hat sie konkret gefragt, warum, Papa, hast du die Fingernägel? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also. Ah, das hat sie ihrer Mama dann gesagt, oder wie? Nee, meine Frau hat dann zu ihr gesagt, ja, das ist halt ein neues Hobby von deinem Papa, der hat einen Moral zu rumlaufen. Also ich meine, sie hat da mit ihrer Mutter drüber gesprochen, nicht mit dir. Ja, klar, mit ihrer Mutter. Ja. Genau. Was meint denn deine ehemalige Partnerin, wie vorzugehen ist?
Also meine Ex-Frau, die sagt ja, sie möchte Zeit gewinnen. Also, und sie hat ja auch jetzt am 12.09. hat sie einen Termin bei Kinderpsychologen, mhm, und ja, da will sie erst mal schauen, ob dann entweder sie beraten wird oder beziehungsweise, dass der Kinderpsychologe mit der Ex-Frau spricht oder mit allen beiden. Da muss man echt mal abwarten. Ja. Ne? Also den Plan finde ich schon mal sehr schlau. Sicher ist klüger, wenn der Kinderpsychologe erstmal mit deiner Partnerin, mit deiner Ex-Frau spricht. Ja, denke ich auch. Ich glaube auch so, das sagt so mein laienhafter, mehr oder weniger gesunder Menschenverstand, dass das schon klug ist und gut ist, das Kind, ich meine, die ist 10 Jahre alt, die ist nicht mehr so klein, sie allmählich jetzt darauf vorzubereiten. Vor allen Dingen, wenn du jetzt in deine Hormonkur gehst, das heißt, du wirst dann auch irgendwann Busen haben, du wirst dich immer mehr verändern, auch körperlich zu einer Frau, dass man vorsichtig eben mit kinderpsychologischer Begleitung das Mädel vorbereitet darauf und sie so peu à peu dahin führt, damit der Schock nicht so groß ist. Und irgendwann wird sie sagen, na okay, dann der Papa ist halt jetzt eine Mama geworden. Ich habe jetzt 2 Mamas. Vielleicht kann sie ganz locker damit umgehen irgendwann. Vielleicht, hoffe ich. Ja, ich glaube, wenn man das gut einfädelt, kann man das so machen, dass es nicht zum Schaden des Kindes ist, weil irgendwann wird sie sich eh damit konfrontieren müssen. Und das ist jetzt eure Verantwortung von ihr als Eltern, das so behutsam wie möglich mit dem Kind zu machen. Deswegen finde ich den Plan mit dem Kinderpsychologen, der ist perfekt. Auf jeden Fall. Das genau jetzt zu machen. Und die Leute sind damit vertraut, wie man sowas macht. Dann vielleicht gibt es sogar irgendwann mal ein Treffen zu dritt bei dem Kinderpsychologen. Also, dass ihr beide mit dem Kind dahin geht. Das wird sich dann zeigen. Aber dass da was geschehen muss, finde ich gut und richtig. Na, ich habe zu meiner Ex-Frau auch gesagt, ich habe gesagt, du pass auf, das will so langsam angehen. Ich meinte, ich will jetzt nicht von Knallerfall zu ihr hingehen und will mich jetzt so präsentieren, wie ich bin. Ja. Die kriegt den Schock fürs Leben. Ja, das kann man auch nicht machen. Das geht nicht, ne? Also ich habe hier in der Sendung schon mit transsexuellen Männern oder ehemaligen Männern gesprochen, die in einer ähnlichen Situation waren, wie du es jetzt bist. Und die haben das vorsichtig gemacht mit ihren Kindern und die leben heute in einem hochinnigen Verhältnis mit ihren Kindern. Und die sagen halt, jetzt hab ich 2 Mamas und es ist alles im grünen Bereich, alles in Butter. Also ich bin optimistisch. Wenn ihr beiden, du scheinst dich ja mit deiner Partnerin ganz gut zu verstehen noch, mit deiner Ex-Frau. Ja, also reden vom Reden her schon doch. Ja, das und ihr seid euch eh einig, dass ihr das Beste für das Kind wollt. Auf jeden Fall. Ja, also ich will nichts Schlechtes für, dass sie irgendwie einen Schock kriegt oder wie auch immer. Also ich will es dann schon irgendwie langsam angehen, damit sie sich dran gewöhnen kann. Und wichtig finde ich auch, dass deine Ex-Partnerin dich akzeptiert. Ne? Es könnte ja auch der Fall, es hätte ja auch so sein können, dass sie dich völlig ablehnt und sagt, du bist pervers und bekloppt. Aber sie scheint dich ja zu akzeptieren jetzt, so wie du bist. Das ist ein Wunder überhaupt für mich gewesen. Ja. Also erstmal, freilich, sie war klar erstmal geschockt gewesen, wo ich es ihr gesagt habe. Aber ich denke mal, mittlerweile hat sie sich damit abgefunden und sie hat halt zu mir gesagt, sie wird zu mir stehen und so, das finde ich eben auch wenn ich Hilfe brauche, wird sie da sein. Ja, und das finde ich eben auch eine gute Voraussetzung, eben das dem Kind dann auch beizubringen, weil das Kind braucht natürlich als Ansprechpartner auch die Mutter. Und wenn die Mutter dem Kind das auch immer wieder erklären kann und das auch als auch eine Form der Normalität darstellt, ist das wunderbar. Eine Frage. Ja, bitte? Nee, ich wollte noch gar nicht fragen, ist die Beziehung auch auseinandergegangen wegen deiner Transsexualität? Nein. Deswegen nicht. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Das hat andere... Nee, was wollte ich denn sagen? Ist es weg. Keine Ahnung, ist es weg. Ja, aber ich glaube, es ist auch alles... Also von meiner Seite ist alles gesagt. Ich finde es gut, was ihr macht. Ich möchte euch ermutigen dazu, es weiterzumachen. Geht zum Kinderpsychologen und mach du dein Ding. Das ist für dich auch wichtig. Nur wenn du eine glückliche Frau bist, kannst du auch eine glückliche neue Mutter für das Kind sein. Das hoffe ich. So muss man sagen. Ich sage mal so, auf der Arbeit war es ein wenig schlimmer gewesen. Also ich arbeite ja in einem Riesenkonzern. Ja. In Bamberg in der Bosch. Ja. Da sind über 8000 Beschäftigte, ne? Und die haben das halt dann so ein bisschen mitbekommen, dass sich bei mir verändert. Ja. Und ich muss sagen, die erste Zeit, ich war, okay, ich habe Dauernachtschicht gearbeitet. Mhm. Also wo für Frauen eigentlich nicht normal gewesen bin, aber ich habe mich ja damals zur Frau entwickelt. Mhm. Und die Anfangszeit, wo die das mitbekommen haben, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so Äffler im Käfig. Das glaube ich, das glaube ich. Aber es wendet sich alles zum Guten, habe ich das Gefühl. Und vor allen Dingen, um auf das Kind nochmal zurückzukommen, da seid ihr auf dem richtigen Weg.
Ich wünsche alles Gute und alles Liebe und schönen Gruß an deine Frau Larissa. Jo, danke. Deine Ex-Frau. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sibylle. Sibylle ist 61 Jahre. Hallo Sibylle. Hallo Sibylle. Hallo? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Machst du bitte den Fernseher oder das Radio, den Ton ganz weg, sonst können wir gar nicht reden miteinander. Ja, du sagst es. Ja. Ich habe von, Moment mal, das ist jetzt ganz witzig. Ja. Ich habe vor 39 Jahren ein Kind geboren und zur Adoption freigegeben. Ja. Und weiß nicht, wo es ist und würde es gerne wissen, warum sie sich nicht meldet. Könnte sie sich denn melden? Sie weiß, wo ich bin. Ich bin in Bonn geblieben und ich weiß, dass ich überall gemeldet bin. Sie könnte sich bei mir melden. Ja, das heißt, weißt du denn, ob sie nach dir geforscht hat und weiß, wo du wohnst? Ich habe bis vor 3 Jahren noch erfahren, dass es ihr gut geht. Ah, wie hast du das erfahren? Ja, das sind Hintertürchen durchs Jugendamt. Aber das ist nicht offiziell. Ach so. Offiziell darf ich gar nicht wissen, wo sie ist. Ja. Lass mich mal noch vorab fragen, warum hast du das Kind damals zur Adoption freigegeben? Ich war im 3. Monat schwanger, da habe ich erfahren, dass der Mann verheiratet ist. Mhm. Und das weißt du ja selber, vor 40 Jahren war es nicht mit den Mitteln wie heute. Das stimmt, ja. Unterstützung hin, Unterstützung her, aber ich wollte kein Heimkind. Ja. Und das Heimkind wäre für mich alle 14 Tage zu Besuch oder sonst was und das wollte ich nicht. Ich wollte das in einer intakten Familie wissen. Ja. Gab es denn kurzfristig damals die Überlegung, das doch alleine irgendwie durchzubringen, du und das Kind, euch beide? Ja. Einerseits, andererseits. Ich habe lange damit gehadert. Jetzt hast du den Fernseher wieder eingeschaltet. Ja, Scheiben und ich habe. aber es war so, dass ich keine Mittel hatte. Ich war damals nicht unbedingt in der Lage, das finanziell zu setteln. Ja, ja. Und da war mir das sehr wichtig, dass eine Familie für ein Kind da ist. Ja. Hat dir das sehr leid getan, damals das Kind wegzugeben? Ich habe mich mit dem 5. Monat damit auseinandergesetzt. Mhm. Und habe dafür auch sehr viele Heime. Damals war es auch so, dass man es nicht aus dem, die Geburtsstation den Adoptionseltern, sondern es musste 3 Monate im Heim bleiben und dann konnte es adoptiert werden. Mhm. Ich habe mich damit sehr lange auseinandergesetzt. Ich habe es geboren und nie gesehen. Mhm. Das habe ich auch vorher festgelegt. Mhm. Ich wollte es nicht. Warst aus dem einfachen Grunde, weil ich das festgelegt hatte für mich, dass es in einer Familie kommt. Als du aus dem Krankenhaus rauskamst und du hattest das Kind geboren, bist du da sehr traurig nach Hause gefahren? Nein, sehr wütend. Warum? Ich lag in einem Vierbettzimmer. Und alle 3 anderen Mütter haben ihre Babys bekommen, ich nicht. Mhm. Und die Schwester war noch so nett und hat gesagt, es sieht Ihnen ja so ähnlich, wollen Sie es nicht sehen. Ich habe es aber für mich festgelegt und gesagt, es soll in eine Familie kommen und nicht in ein Heim. Jetzt heißt ja unsere Sendung, wie sage ich es meinem Kind? Und genau, du würdest gerne deinem Kind sagen und erklären, was damals los war. Mhm. Genau. Aber dazu muss das Kind das auch wollen. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und ich frage es nochmal, du bist sicher, wenn sie das würde wollen, könnte sie zu dir Kontakt aufnehmen? Ja. Das weißt du? Ja. Mhm. Mhm. Ja, aber ich kann es nicht zu ihr, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Mhm. Mhm. Was vermutest du, warum sie sich zurückhält? Ich hoffe, dass sie glücklich ist. Dass sie was? Dass sie glücklich ist? Ja. Mhm. Dass sie auch weiß, dass sie adoptiert ist. Mhm. Und dass sie wirklich glücklich ist und dass sie nicht nach mir suchen muss. Vielleicht, ich weiß es nicht. Die Vermutung ist eigentlich nur, dass sie glücklich sein darf. Wäre es für dich eine Erleichterung, wenn du es ihr sagen könntest? Ja. Das schon. Also ist es schon eine Sehnsucht bei dir da? Das, ja, das in jedem Fall. Ja. Liebe Sibylle, die Sendung ist vorbei.
Vielleicht hat ja deine Tochter mitgehört und durch irgendwelche Erklärungen dich erkannt und da kommt irgendetwas in Gang. Könnte ja sein. Sie hat am 24.06. Geburtstag. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.